Hey Leute, es ist wieder Mittwoch, es ist heute, Moment, lasst mich nachschauen, es ist Tag 58, ja, Thema der Woche ist Themenfrei. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal so jetzt knapp 2 Monate auf Testo, was so meine Gedanken sind, wie es mir so geht. Ich muss jetzt nur öfter auf meine Kamera schauen, weil mein Akku ist fast leer, dass ich das jetzt noch hinbekomme. Ja, Stand der Dinge. Ich bin jetzt 58 Tage auf Testosteron, krieg am 29.06. meine zweite Nebido jetzt nach 3 Monaten. Also ich bin jetzt auf das 3-Monats-Intervall umgestiegen. Bin jetzt mal gespannt, wie das so wird, weil 3 Monate sind schon ein bisschen länger als 6 Monate, als 6 Wochen. Habe jetzt heute endlich das Zeug für die Prozesskostenhilfe weggeschickt und hoffe, dass die mir jetzt genehmigt wird, dass das auch endlich vorangeht. Ja, ansonsten, was sind meine Gedanken? Ich hatte jetzt letzte Woche Dienstag bis Sonntag relativ starke Probleme mit meinen weiblichen Organen, die anscheinend sich gedacht haben, hey, Testosteron, fick dich! Ja, war nicht angenehm. Also war gar nicht angenehm. Ich hatte jetzt von der ersten Spritze an gar keine Probleme. Und jetzt eben diese eine Woche kam alles auf einmal. Tierische Schmerzen, alles Mögliche. Ging jetzt zum Glück wieder weg. Falls es jetzt wirklich nochmal kommen sollte, werde ich wohl oder übel doch mal zum Arzt müssen. Ja, ansonsten. Ja, das letzte Woche hat mich dann doch wieder daran erinnert, hey, da ist noch was Weibliches, das einfach nicht zu mir gehört, was mich relativ runtergezogen hat und fertig gemacht hat. Auch zur Zeit, das mit dem Binder geht mir etwas gegen den Strich, weil ich habe im Prinzip nicht viel Oberweite und ohne Binder ist es halt so, wenn man sehen will, sieht man es. Und mit Binder ist es halt so, ja, im Prinzip bräuchte ich ihn ja nicht mal oder nicht so extrem wie andere. Und das ist halt einfach dieses Zwischending, wo mir so auf die Nerven geht. Und da ich, also meine Therapeutin ist eigentlich echt relativ gechillt, aber sie will halt die Zeiten einhalten. Und daher kann ich die Operationen erst nächstes Jahr im Februar machen lassen und das ist halt schon noch meine Zeit. Aber ich denke mir jetzt, die Zeit von Therapie anfangen bis jetzt wirklich, ich bin jetzt fast 2 Monate auf Testo, ist so scheiße schnell vergangen, dass ich die paar Monate jetzt auch noch schaffen werde. Und ja, ansonsten, ja, so langsam kommt Pflaum. Also man merkt, dass sich jetzt wirklich was tut. Und es sind... ist für mich einfach wirklich so die Bestätigung, okay, das ist der richtige Weg. Es gibt nichts anderes für mich. Und es ist einfach von Tag zu Tag schön zu merken, dass sich was tut und dass sich das Richtige tut. Jetzt auch mit der Stimme, es ist inzwischen so, dass mich Menschen, die mich nicht kennen, als männliche Person wahrnehmen, auch wenn ich mich mit ihnen unterhalte. Und das ist einfach ein schönes Gefühl. Ja, ich bin zurzeit einfach wunschlos glücklich, bis auf die Operationen, also, aber das ist nochmal so ein Ding, wo man sich einfach riesig drauf freuen kann und meine Mutter sagt immer, Vorfreude ist die schönste Freude. Irgendwo ist was dran, aber irgendwo ist es auch ein Scheißspruch. Ja, ich hoffe, dass ich das jetzt mit der Personens- und Namens- und Personenstandsänderung nicht so zieht, dass ich das relativ zügig hinbekomme, weil ich jetzt inzwischen doch schon Probleme habe mit weiblicher Name. So auf Bankkarten und sowas, wo ich jetzt schon 2 bis 3 Mal angesprochen wurde, so, das ist aber nicht ihre Karte, wo dann doch wieder relativ unangenehm ist. Aber das sind inzwischen so Sachen, wo ich weiß, ich mache was dran und ich weiß, dass es nicht mehr lange so sein wird. Und das ist einfach der Gedanke, den ihr euch immer vor Augen halten müsst, egal wie lang es jetzt noch ist. Ich meine, meine Operationen habe ich jetzt auch erst wirklich nächstes Jahr im Februar. Das sind noch 10 Monate, 9 Monate, keine Ahnung. Aber einfach die jetzt inzwischen fast 8 Monate, wo ich jetzt wirklich was dafür tue, für diesen Weg, sind wie gesagt so scheiße schnell vergangen.
Und wenn man auch wirklich immer dran bleibt, dann ist es auch so, okay, ich tue was. Ich weiß, dass ich was dafür tue, dass sich baldmöglichst was ändert. Und das ist einfach, wie gesagt, wirklich der Gedanke, den man immer vor Augen haben muss, so, ich tue was und es wird sich bald was ändern. Es ist genauso wie mit meinem Bart. Ich hätte so unglaublich gern Bart, aber es ist halt einfach eine Sache, wo man warten muss. Und ich glaube, das ist wirklich das, was man am meisten auf diesem Weg lernt. Geduld. Und irgendwo nervt es unglaublich, aber stellt euch mal vor, man kann einfach zum Arzt gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt Testo. Oder man kann einfach aufs Gericht gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt meinen Namen ändern lassen. Ich denke, einigen würde das auf jeden Fall viel erleichtern, aber andere würden, denke ich, auch riesige Fehler machen. Ich merke jetzt auch durch die Therapie, eigentlich brauche ich die Therapie nicht. Also ich habe keine Probleme, aber es tut doch irgendwo gut, drüber zu reden und es wird einem nochmal einiges vor Augen geführt, was man vorher vielleicht nicht so bedacht hat. Und da draußen steht gerade ein Mann und mit einem Gartenschlauch und spritzt seine Einfahrt ab, obwohl es leicht nieselt. Okay, jedem das seine. Wo war ich? Ja, wie gesagt, also mir geht es im Moment eigentlich echt gut. Wenn es jetzt wirklich noch das mit der Vornamens- und Personenstandsänderung durch ist, dann bin ich wunschlos glücklich bis auf die OPs, weil das ist halt das Einzige, was mich im Moment noch so daran erinnert, okay, ist vielleicht doch noch nicht so ganz, wie man es möchte. Aber wie gesagt, kommt Zeit, kommt Rat. Nein, mit genug Geduld regelt sich das alles. Ja, was habe ich noch mitzuteilen? Ich glaube nicht mehr viel. Stimme ist weiterhin so teilweise wieder ein bisschen höher, teilweise wieder total tief, teilweise ist sie komplett weg, so fuck off. Ja, ich glaube, das war's von mir. So ein bisschen meine Gedanken. Ja, ich wünsche euch eine schöne restliche Woche und ein schönes Wochenende. Macht's gut!